Ich verstehe Sie nicht mehr, Herr Kommissar. Sie meinen tatsächlich, der Baron hat eine Maschine gehabt, mit der er durch die Zeit reisen konnte? Anders sind doch all die Dinge gar nicht zu erklären, die wir erlebt haben, Schreiber. Meine seltsame Erbschaft, das 2-Mark-Stück aus dem Jahre 1972, der Tod von Jonas Timpel, 4 Jahre bevor er geboren wurde. Ja, und der Ausbruch aus dem Gefängnis, der Bankeinbruch. Kann man denn mit so einer Maschine auch durch geschlossene Türen und feste Mauern wandern? Nichts einfacher als das. Er wählt einen Zeitpunkt, zu dem das Bankgebäude noch im Bau ist. Er stellt sich in den frisch ausgeschachteten Keller, transportiert sich in das Jahr 1966, braucht nur noch das Schließfach zu knacken, das er gerne haben möchte. Also ich weiß nicht, Kommissar. Das widerspricht doch allem, was wir gehört haben. Sie selbst haben sich ja ausführlich mit Professor Kreuzbach unterhalten. Ja. Er ist Nobelpreisträger, der berühmteste Physiker unserer Zeit. Ich kann einfach nicht glauben, dass sich ein Wissenschaftler von seinem Ruf so grundlegend irrt. Nein, nein, Professor Kreuzbach ist absolut kompetent.